Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, heute gibt's wieder eine neue Folge Hogwarts Legacy. Ja, wir haben wohl noch sehr viel zu tun in dem Spiel. Hinten seht ihr jetzt unseren alchemistischen Tisch. In der letzten Folge seht ihr, wie das zustande kommt, dieses Zimmer. War ja schon in der ersten Folge so. Dann solltet ihr euch, sagen wir mal, die letzten 20 Minuten von der letzten Folge angucken. Wir haben jetzt nämlich unser eigenes Zimmer. Ja, und da können wir uns alles einrichten, was wir so haben möchten. Zack. So, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Legen wir los. So, das ist unser persönliches Zimmer. Wir haben jetzt hier einen hingebaut. Müsste auch schon fertig sein. Tränkestation. So, wir haben jetzt aber hier fehlt jetzt Diptanblätter. Aber hier könnten wir Diptanblätter jetzt haben. Haben wir. So. Jetzt muss ich mal sehen, wie wir Topf lernen. Zack, und landen neun Pflanzen. So. Und jetzt können. Moment mal. Tipptarmblätter. Immer noch 0 von 1. Mal hier auf den Moment. Gucken, ob wir es jetzt haben. Kenne ich mich noch nicht so genau mit aus. Ich mach das zum ersten Mal. Egal, dann bauen wir uns das nochmal an. So, und das kommt bestimmt, weil wir das Spiel danach. Einen Moment, ich muss das mal ein bisschen leiser machen, so. In 10 Minuten ist das fertig, dann müssen wir wohl hier wieder zurückkehren und das dann. Aber ist egal, wir machen hier, müssen wir sowieso weitermachen. Mit der Professorin. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Sammeln Mondsteine. Gut, Mondsteine haben wir schon fast alle. Jetzt ist bloß die Frage, Mondsteine, ja gut. Man muss. Mal gucken wir mal, wie das überhaupt alles. Ja, jetzt haben wir hier so viele. Das wollen wir auf jeden Fall jetzt machen. Hauptstory. Wir haben ja so viele Nebenquests. Ach so, dann kriegen wir einen Änderungszauber. Zauberanweisung für Beschwörung. Zauberanweisung zweimal. So. Mondstein ist zusammen. Ich kann sie in der Umgebung von. Oder auch den Verschwindezauber auf Gegenständen im Raum der Wünsche. Ja, Raum der Wünsche. Müssen wir mal sehen, ob wir da jetzt gleich wieder reinkommen. Wir sind auch in der letzten Folge hier reingekommen. Mal gucken, ist das der Raum der Wünsche? Schauen. Schau das an, das Bild, das bewegt sich alles, ne? Raum der Wünsche. Wir gehen einfach nochmal rein, das muss ich jetzt wissen, ob das jetzt dieser Raum ist oder wie das
in der letzten Folge gewesen ist. Ist er auf der SSD. Dann könnten wir nämlich den Zauber anwenden. Aber hier kommt man sonst nicht anderweitig raus. Was ist denn hier jetzt los? Achso, das gibt's noch, haben wir noch nicht. Gut. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir wollen einen Hauptauftrag machen. Und teste einen Fokustrank. Teste sie zugleich. So, Auftrag verfolgen. Auf der Karte finden. Dann müssen wir jetzt mal sehen, welche Flagge da am nächsten ist. Das ist wohl die hier. Ja. Mal sehen. Wieder mal auf Abenteuertour? Hier drüben. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich noch mal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht oder Kräuterkunde. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Klingt nach einem gefährlichen Zauber. Du klingst wie Ominous. Er missbilligt die Verwendung verbotener Zaubersprüche, obwohl er diesen gerne gelernt hat. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich.
Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele. Die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ach, das müssen wir machen. Deswegen können wir die Truhe jetzt nicht leeren. Wir haben... Ihr wisst vielleicht noch nicht, wie das geht, aber das müssen wir nach dieser Quest machen. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre... Ja, meinetwegen. Versprich, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid.
So, meine lieben Freunde, wir können das aber auch anders machen. Wir müssen mal sehen bei uns im Inventar. Wir müssen, glaube ich, nicht alles mehr haben. Oder Ausrüstung. Dann können wir ja die schlechtesten zerstören. Ist zwar Geld wert, das können wir lieber verkaufen. Wir gucken mal, wenn wir den jetzt schon mal weg haben. Haben wir den überhaupt schon benutzt? Ja, den haben wir benutzt, ja. So, das sind 60, 90. Ja, das macht schon gut Gold. Den zerstören wir auch. Moment. So. Gucken, ob das jetzt schon reicht, die Truhe aufzumachen, dass wir wieder Platz haben. Sonst müssen wir es irgendwie anders hinbekommen. Jetzt ist ja Gold drin. Oder war ja noch eine andere? Nö. Gut. Hallo, Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde. Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous, ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. So. Durch. Neue Sachen. Muss man jetzt nicht unbedingt durchlesen, aber es kann sein, dass wir den neuen Auftrag schon haben oder so. Ja, wir müssen... Man kriegt mehr Inventarplätze. So. Das ist ja... Ich glaube, die hatten wir alle schon durchgelesen. Hier ist auf jeden Fall noch genug Platz. Oder es ist jetzt gar kein Platz mehr hier vorhanden. Das kann auch sein. Was ist denn das hier? Knöterichzweig. Mal schauen. Das, ich muss auch noch mal richtig, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ihr könnt aber wie gesagt vor- und zurückspulen. Schneidet meine Videos nicht. Das haben wir natürlich auch, aber das zeigt ja so nicht an, wo das ist auf der Karte. Wir müssen in die Open World. Er sagt, hier ist ein neuer Auftrag. Hm, doch.
Stufe 10. Ja. So, mal gucken, ob wir den schon finden. Ja. Muss gewisse Rätsel lösen. Die heißen, weiß ich nicht mehr. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Ich sage es nicht mehr weiter. Versprochen. So. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund Mr. Ollivander schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja, das hat mich zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett... fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja, und weil Jackdaw der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Die Kartenkammer. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Gucken, ob die aufgeht, ob wir die aufbekommen, das weiß ich nicht. Leviosa. Ich glaube, da gibt es keinen Zauber für, um das aufzumachen. Nicht, dass ich wüsste. Moment. Nee. Wie schön, Sie zwei zu sehen. So, haben wir hier jetzt einen Spawnpunkt. Warum er nicht aktiviert, weiß ich nicht. Moment. Vielleicht wieder beim Rausgehen. Und das war die ganze Zeit hier unten. Geil. Ach, ich glaube, hier waren wir auch schon. In der letzten Folge. Aber er war da noch nicht hier. Der Professor. Sieht vielversprechend aus.
ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Screenshot machen, auch noch ein. Ja, genial aus. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Und das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junge Freundin, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts? Das Gewölbe? Die verbotene Abteilung? Die Suche nach dem Raum? Das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie, Professor Fig? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut.
Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Geil, oder? Mein lieber Mann. Muss ich mal ein bisschen längere Zeit gönnen. Hier sind die Berge und das alles. Es wird Zeit, dass Sie Gelatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Moment. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas... Moment, in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Ach, er ist das hier. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie halten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ich glaube, wir sind schon Stufe 11. So. Der war auch nur Glasius. Lass die Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Ja, das können wir eigentlich machen in Hogsmeade. Und bringe Ballons rund um. Das sollte kein Problem sein. Wir müssen sowieso erstmal dahin, um mehr Inventarplätze zu haben. So. Ich wollte mal sehen. Ich muss da mal raus nochmal kurz. Ich glaube, hier eine Kiste war hier nicht mehr. Wo wir das testen können mit... Moment mal. Da oben. Ja, der leuchtet jetzt. So wie ich mir das schon dachte. Dann können wir auch mal nach Hogsmeade reisen. Das müsste jetzt schon gehen. Weiß ich noch nicht, wenn wir sehen. Dann können wir einfach erstmal... Moment. Hier hin. Die Folgen nicht zu lange werden lassen. Dann ist das auch von YouTube in 4K schneller bereitgestellt. Ich wollte heute Abend noch mal gucken, wegen PlayStation Plus Premium habe ich noch. Da gibt es noch ein paar andere Spiele. Manche nehmen ja so unglaublich viel Festplattenplatz ein auf der PS5 und man hat ja leider nur 1 Terabyte. Können wir aber auf Dauer irgendwann noch ändern. So. Ist es das? Es ist nicht. Dann müssen wir nochmal... Nicht länger verfolgen. Den wollen wir verfolgen. Das müsste eigentlich jetzt hier angezeigt werden. Mal gucken. Der zeigt den gelben an. Glaube ich. Ja, so genau weiß ich noch nicht, wie wir das... Na, Moment. Kann man das denn auch auf der Karte anzeigen lassen? Kann man. Hier oder was? Mal sehen. Ja. Um da hinzukommen. Ich glaube, dann können wir... Das war nämlich woanders.
Manche Sachen sind ein bisschen schwierig einzustellen. Immer noch nach 13 Stunden, aber... Ich glaube, da müssen wir jetzt hin. Ach, wir haben ja den Besen, bloß ich weiß noch nicht, wie man den Besen aktiviert. Dann können wir da nämlich hinfliegen. Gucken, ob das überhaupt ist, weil manchmal habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten, was zu finden. Naja, hat das jetzt nicht. Da wollen wir hin. Der Verfolgte hat noch was anderes verfolgt gehabt. Den hat er hier verfolgt, aber... Doch, das kann man da auch platzen lassen, dann ist ja gut. Dann sind wir hier genau richtig. So, jetzt wollen wir aber mal sehen, wie bei den Besen. Revelio. Das A mit B. Zack. Wirklich bemerkenswerte Flugkünste. Pass auf. Unser Besen sieht ja unten dunkeln, der ist noch besser aus. Oh, schön. Das erste Mal fliegen wir so über die Open World. Oh, da können wir auch richtig hochfliegen. Sehen. Boah, cool, wa? Das habe ich mir vorhin schon so gewünscht. Mal sehen, ob das hier richtig ist. Ich hoffe. So steigt man ab. Ich schwöre, ich werde Ihre Zeit nicht verschwenden. Ich bin sehr dankbar. Über dem Bahnhof, ja genau. Also über dem Bahnhof hier oder was? Er zeigt das nämlich nicht. Mal sehen. Damit würde ich sagen, er ist ein Naturtalent, ist ein Gewicht in Gallionen wert. Na dann los, zeig ihn mir. Kommt sie darüber? Ich würde niemals kratzt, Ihre Zeit hat mich gekratzt. Komm schon, du Kleiner. Ob das da hinten ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es das ist. Ach, hier sind die erst ja schon lila eingefärbt. Gucken. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Oh, das ist immer gut. Die Prüfung Merlin macht mehr Inventarplätze. Genau das. Habe ich vorhin ja noch angesprochen. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Bin nicht so ein Rätselfreund. Da müssen wir, glaube ich, einen Feuerzauber haben, wenn ich mich da noch recht entsinne. Die Frage ist bloß, wo das ist. Kann man hier irgendwo... Levioso. Also beim ersten Mal war es der Feuerzauber. So. Incendio. Bloß da waren da so eine Statuen. Das war nicht... Hier ist sie. Aber da muss man sich beeilen. Das sind nur zwei. Mal schauen, was wirklich nur zwei sind. Ach, da ist ein Ballon. So. Einmal müssen wir hier hin und dann da hinten hin. Incendio. Na? War's das? Müsste noch eine irgendwo sein. Es können manchmal sogar vier sein. Warte mal.
Hier ist nichts. Ich habe bis jetzt aber erst zwei gefunden. Oder wir müssen erstmal den nehmen und dann den anderen. So. Ich schaue mich hier nochmal um. Also da ist gar nichts. Da ist noch ein Ballon auf jeden Fall, das machen wir gleich. Gut, dann nehmen wir erstmal den da hinten. So. Incendio. So, jetzt gehen sie beide runter. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jetzt gehen die wieder beide hoch. Also der muss ja hier irgendwo noch ein anderer sein. Die Reihenfolge ist eigentlich uninteressant. Das ist natürlich dann doch ganz schön schwer. Mal hier nochmal. Können wir die auch so platt machen hier? Mal so, ne? Incendio. Das gilt nicht. Mal sehen, wie wir die platzen lassen können. Da muss man natürlich erst wissen, welcher Zauber, aber... Hier. Eigentlich wäre natürlich logisch, dass es der Feuerzauber ist. Obwohl, Explosion, ne? Das ist der neue. Oder war das der hier? Der war das. So, mal sehen. Contringo. Will er nicht. Oder beziehungsweise sie. Nehmen wir mal den. Ich weiß nicht, wie man das zum Platzen bringt. Vielleicht mit dem Besen. Kann man hier auch schießen. Ah! Das sind. Also kann man auch besser sehen, kann man die hier unten noch sehen, die beiden. Jetzt nicht, das muss man dann wohl aktivieren. Und oben hat man natürlich einen viel besseren Überblick. So. Das fällt auch noch, also so, das ist der dritte, ja, der vierte. Ich hoffe mal, der andere ist nicht so schwer zu entdecken, sonst wird's die Nadel im Heuhaufen. Der denn hier aber mal aufgebaut. Da oben ist er. Aber dieses Merlin. Ja, wir müssen nachher noch woanders hinfliegen. Wir müssen jetzt mal gucken, wo die anderen Türme sind. Dann haben wir mehr Ausrüstungsplätze. Das haben wir so noch nie geschafft. Das sind nämlich nicht. Das müssen vier Stück sein. Da sieht man die auch gar nicht. Hier ist einer, aber man sieht sie jetzt nicht so deutlich. Ja, das ist ein bisschen ätzend, ey. Das weiß man nämlich schon wieder nicht, wie man das aktiviert, denn damit das andere ist dann wieder weg.
Ja gut, das kann man sich merken. Na, dieses Merlin-Rätsel ist gar nicht hier drin. Das weiß ich. Das hätte ich vorhin schon gesehen sonst. Nochmal dahin. Kann man das jetzt so auch aktivieren oder müssen wir mal runter hier? Kann man so nicht aktivieren, ne? Doch, jetzt ist die das wieder. Eins. So weit können die doch nicht weg sein. Von hier aus sieht man ihn natürlich schon. Man sieht hier nirgends vor den anderen. Ich glaube, das müssen sogar vier sein. Also zwei haben wir noch gar nicht gesehen anscheinend. Besen die das glaube ich sowieso nicht. Vielleicht hier irgendwo hier zwischen noch oder so. Hier haben wir noch gar nicht geguckt. Kann nicht so weit weg sein normalerweise. Nö. Gut, dann machen wir das gleich noch mit dem Ballons. Nee, das. Ich teste das noch einmal. Moment, da können wir immer noch mit dem machen. Mit dem können wir es nicht machen. Da muss man auch immer noch wissen, welchen Zauber man dafür braucht. Also ein bisschen. Man zweimal treffen. Der geht langsamer runter als der andere. Schau mal wieder auf hier. Freunde. Ich würde es gern schaffen. Um mehr Ausrüstungsgegenstände zu haben. Also Plätze, aber dem ist nicht der Fall. Mehr suchen habe ich jetzt keinen Bock. Gut, dann machen wir das noch mit den Ballons. Moment. So. Ich glaube, das müsste der sein, den er da anzeigt. Sehen, ob die Karte, ob es richtig ist. In die Richtung, wir müssen da hinten hin. Es könnte aber auch sein, dass wir da schon einen Schnellreisepunkt haben. Wir fliegen da hin, mal gucken, wie schnell das geht. Der Weg ist auf jeden Fall der richtige. Natürlich, man muss nicht unbedingt mehr Ausrüstungsplätze haben. Man kann natürlich auch Sachen verkaufen. In der nächsten Folge machen wir weiter mit der Main Story. So. Dann geht's los.
Na. Komm her jetzt hier. Ey. Sag mal, ist gar nicht so einfach. Du lernst dann durch. So. Zweiter. Es ist natürlich auch noch Nacht draußen. Und dunkel. Im Hellen wird man es natürlich viel besser sehen. Zwei Stück noch. Gucken wir mal rein, was wir denn überhaupt bekommen. Da hinten hatte ich noch einen gesehen. Kriegen wir Glasius. Was ist Glasius? Moment, ich muss mal eine Fluppe machen. Jetzt sehen wir uns auch erst. Ach ne, heute ist Sonntag, da kann man nicht so viel Party machen. Das ist echt ätzend hier, Alter, wo ich noch lebe. Heute ist eine Partymuffel und dann. Heute haben wir Sonntag. Ach, voll nervig. Aber nicht mehr lange. So. Nennt man den Zauber, den wir bekommen? Mal sehen. Hatte ich den da hinten, hatte ich ihn gesehen, ja. Zack. Und der letzte ist natürlich am schwierigsten zu finden, höchstwahrscheinlich. Das ist auch ein bisschen tiefer durch den Nebel durch. Na? Was war das denn für ein Sound? Naja, der letzte ist natürlich immer der schwierigste. Und den werden wir schon finden. Wir ihn schon entdeckt und ich noch nicht. Wenn man selber spielt, ist das nicht so leicht zu entdecken, als wenn man Zuschauer ist. Das ist bei vielen Spielen so. Ich sehe hier keinen mehr. So, hier von oben. Hier wird es auch langsam mal wieder hell, denn wäre es natürlich viel einfacher jetzt. Es wird langsam hell. Ich glaube aber außerhalb, mal gucken wie weit das geht. Ne, außerhalb ist es gar nicht. Achso, dann macht er dauernd Power hier. Das muss hier drin irgendwo sein, also muss er ziemlich weit unten sein. Da ist er. Fertig. Klasse. Oh, es gibt so richtig Gas hier. So. Lass es Ballons platzen. Gut, dann wollen wir jetzt das noch abschließen in dieser Folge. Jetzt so geht. Madame Kugawa. Das Fliegen erlaubt ist. Ach so. Überall ist es nicht erlaubt. Ist sie das etwa oder was? Nein,
mal sehen, ob man das auf der Karte findet. Nee, findet man so nicht. Das ist manchmal so. Steht jetzt irgendwo, wo sie ist? Madame Kogawa. Das wird jetzt zu weit führen. Das ist nämlich wieder das Problem. Was haben wir denn hier jetzt? Duellbrett. Ja, die Folge geht jetzt ein bisschen länger, aber in der nächsten Folge könnt ihr euch drauf freuen. Ich mich auch. Machen wir die Story weiter. Wo die Kogawa ist, wird jetzt nicht angezeigt. Das ist leider so. Die werden wir irgendwann, wenn wir vor ihr stehen. Das ist so, so, ja. Und in der nächsten Folge machen wir auch das hier. Gleich zu Anfang. Wir haben jetzt 7 Talentpunkte. Das sind, kann man überall was reinsetzen. So, aber wir können auf jeden Fall abspeichern. Und mit dem Balance, das haben wir geschafft. Und gleich mal in die Einstellung rein. So. Gut. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Hogwarts Legacy. Ja, zu Anfang war sehr geil. Mit der Main Story. Nur das mit dem Ballons, okay, Standard. Nichts Weltbewegendes. Ja gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In der nächsten Folge machen wir dann wieder mit der Hauptstory. Und wir werden die Talente zum ersten Mal noch über 13 Spielstunden verteilen. Alles klar, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.